Der Ritter bricht zum Kreuzzug auf und verschließt den Keuschheitsgürtel seiner Frau, das neueste Modell, mit eingebautem Fallbeil für den Fall einer Vergewaltigung. Nach einigen Jahren kehrt er heim und offenbar ist nichts geschehen, das seiner Ehre Abbruch tun könnte. Vorsichtshalber lässt er jedoch alle männlichen Schlossbewohner in der Halle antreten und befiehlt ihnen, sich zu entkleiden. Schockiert stellt er fest, dass sie alle, vom edelsten Ritter bis zum niedrigsten Knappen, die schreckliche Narbe trugen, die das Fallbeil hinterließ. Nur ein junger Page war völlig unversehrt. Auf den trat der Schlossherr zu und sprach: »Du bist also der Einzige, dem ich trauen kann!« Der Page öffnete den Mund, doch keinerlei Ton war zu hören. »Sprich!« brüllte der Ritter. »Oder hat man dir die Zunge abgeschnitten?«